Hallöchen zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hearthstone und es hat sich natürlich das ein oder andere getan. Wie ihr seht, haben sich zum neuen Monat hin zum Oktober die Karten ein wenig verändert. Und zwar, beziehungsweise jetzt diese Woche einfach, ich weiß nicht was genau, weil eigentlich letztes Mal bei der letzten Aufnahme hatten wir nicht auch schon Oktober? Ach nee, hatten wir noch nicht. Ach ja, nee, hatten wir noch nicht. Okay, gut, ja. Ich musste nur erstmal richtig nachdenken. Also, wir sehen, ein paar Karten haben sich hier verändert. Ruf der Wildnis ist deutlich teurer geworden jetzt hier. Und Waffe des Felsbeißers, also, oh, zwei Mana statt einem, das ist natürlich auch nicht so toll. Sturmangriff, einem befreundeten Diener ansturmen. Er kann in diesem Zug keine Helden angreifen. Das ist ziemlich gemein. Und Yogg-Saron hat sich auch verändert. Wirkt jetzt nur noch für Zauber, die man selbst gewirkt hat. Ja, schade, auch nicht mehr so doll. Und es gibt eine Schachparty. Ja, da geil. Oh, cool. Ja. Mensch, das habe ich mir... Das war letzte Woche auch so toll. Ganz ehrlich, das Schachspiel hat mir so viel Spaß gemacht. Da freue ich mich jetzt echt schon drauf. Das wird jetzt Hammer. Wobei, gegen richtigen Gegner kann es natürlich immer richtig böse werden. König gegen der weiße König. Engard. Nicht vorbei. So, hier, ne, schwarze Dame, schwarze Läufer, hier ein schwarzer Bauer. Okay. Wir nehmen mal einen Läufer. Ja, zwei Leben wiederherstellen. Ja, ist eigentlich ziemlich cool für den Anfang, wo die Leute ja noch nicht so wahnsinnig viele Kreaturen auf dem Feld haben. Oh, geil, was? Wir haben nur 10 Leben. Oh, passant. Ja. Ja, geil. Hat er mir schon mal gleich hier ein bisschen fett Leben abgezogen. En passant. Bam. Alter, jetzt ballert der mir gleich zwei Schaden rein. Ich sehe es schon kommen. Ist natürlich sehr böse. Sehr böse. Ah, nee, macht er gar nicht. Okay, er ballert mir hier direkt zwei Schaden drauf. Du Sackgesicht. So, pass mal auf, Freundchen. Bam. Boing, boing. So machen wir das. Ganz easy peasy. Nächste Runde ist da jemand tot. Freue ich mich schon drauf. En passant, ja, du passierst auch gleich. Boah, jetzt, ey, wie viele Bauern hat der Sack denn? Jetzt muss ich aber echt mal aufpassen hier. Ansturm kann keine Helden angreifen, der super. Warte mal. Ach, das ist ja doof. Bewegt einen befreundeten Diener nach links. Das ist ja wahnsinnig toll. Wahnsinnig spannend. Verdammt. Bin ich doch gleich tot nächste Runde hier. Das war's. Ja, ist leider doof. Ja, der ist ja blöd, der kann mich doch nicht hier mit... Also 10 Leben ist ein bisschen wenig, merke ich. Weil der wird jetzt hier einfach irgendwie sein... Wenn er schlau ist, setzt er hier einfach einen Bauer hin oder sowas, dann ist vorbei. Oh, er nimmt einen Springer, okay. Ja, gut. Das war jetzt nicht so mega pfiffig. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Aber er wird schon wissen. Okay. So, entweder ich nehme solche, die hier, damit wir erstmal eine fette Defense haben. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall den heilen. Ja. Wir machen das so. Ja, ich glaube, das. So ist es am vernünftigsten. So ist das vernünftig. Zack, der heilt jetzt die beiden. Der macht die jetzt tot. So, haben wir ein bisschen was weggehauen. Sehr gut, sehr schön. Und der schon wieder. Natürlich, natürlich. Mhm. Das ist ja logisch. Wow, pfiffisch. Okay, was machen wir denn jetzt? Also, ich hole jetzt meinen schwarzen Springer, meinen Springer hier raus. So, dann töten wir den hier. Und dann... Ja, muss ich das ja leider so machen, ne?
Oder ich nehme den nach links. Geht auch. Ja, ich mach den so nach links. Okay. Boing. Die werden geheilt. Na, jetzt haben die alle noch ein Leben. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, jetzt hat er schon 6 Mana drüben. Aua, nicht gut. Das ist jetzt nicht so cool. Okay. Okay, ja, von mir aus ist mir doch egal. Mir doch egal. Ja, die Forscherliga wartete, aber wir gehen jetzt hier weiter nach Karajan, weil wir hier jetzt 700 Gold zusammen haben und jetzt das Theater freischalten können. Und dann machen wir natürlich auch gleich auf. Zwoing. Willkommen im Theater. Ah. Ich bin Barnes, der Intendant. Ja, die Portale, sehr cool. Die euch zu mir die führen, sind im Obergeschoss. Doch zunächst nehmt Platz und genießt die Aufführung. Oh ja, das heißt, ich muss gar nicht persönlich mitwirken, oder wie? Aha, wen haben wir denn hier? Unser erster Akt. Julian. Die Geschichte einer verbotenen Liebe. Oh, ruft Romulo herbei, wenn ihr ihn nicht kontrolliert. Oh, Julian. Was machen wir denn mit dir? Was sagte meine Quest eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich da mit einem x-beliebigen Helden rangehen sollte. Paladin oder Krieger? Keine Ahnung, was man dafür das Richtige ist. Mit Paladin bin ich ziemlich erbärmlich immer. Mit Krieger. Mein Kriegerdeck ist aber auch nicht wirklich toll. Also, sind beide nicht wahnsinnig helle. Wir nehmen mal den Krieger, komm. Kommt ja nicht drauf an, wenn wir jetzt hier verlieren, ist ja auch egal. Wir müssen ja irgendwie unsere Quests erfüllen. Garrosh gegen Julien! Oder Julien, okay. Julien, nicht Julien. Okay. So, hier ist schon mal. Sehr geiler. Sehr geile Starthand. So, 4-2 hier. Der Romulo. Gucke mal. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor. Zwingen? Was? Hier wird niemand gezwungen. Nein! Warum? Warum? Warum sowas? Na. Oh, das ist aber ziemlich geil hier. Guck mal. Verursacht 6 Schaden, damit wäre er schon halb tot. Soll ich den schon mal töten? Ja, komm, die hat ja noch nicht so wahnsinnig viele, wahnsinnig viel Mana. Ja, super, dass sie den töten könnte, dass sie den wieder rufen könnte. Also insofern können wir das ganz entspannt machen. Oh, sehr nett, Scharmützel. Lasst uns vorbei, wir müssen schleunigst Medivh befreien, sonst ist das Fest ruiniert. Das sehe ich aber auch. Was wäre ein Fest ohne ein Schauspiel? Und was wäre ein Schauspiel ohne ein Publikum? Ja. Nur bin ich irgendwie ein bisschen mehr als das Publikum, habe ich das Gefühl. Na klar, jetzt kommt der Romulo. Komm, milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. Oh, Julian ist immun. Die Süße. So, ist mir jetzt egal. Oh, Arkanschnitte. Oh, fett. Fett. Versuchtes Hiermit! So, genau! Zack, bumm! Ja, schon wieder einer mit Spott. Die hat ja nur Typen mit Spott. Wie soll ich denn da durchkommen hier? Wie nervig. Wie gefällt euch das? Ja, Ogre. Ogre, was denn? So. Erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. Illidan ist hier. Ihr wisst nicht, was uns erwartet. Nein, wisst ihr definitiv nicht. Yay. Endlich was ohne Spott. So, jetzt passt auf, Leute. Jetzt passt auf. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's rund. So.
Soll ich den Arkanschlinder jetzt schon rausholen oder doch lieber mit dem hier kommen? Ich muss ja sowieso jede Runde wieder neu töten, ne? Ach komm. Wir machen das so. Wie gefällt euch das? Und dann gehen wir hier schon mal drauf prügeln. Und dann schauen wir mal, was gleich passiert. Ja, genau. Jetzt kommt erstmal wieder der gute Romulo. Der wird aber gleich nochmal sterben. Und die Runde drauf stirbt er auch. Ist irgendwie ganz entspannt, ne? Ach, guck mal. Wir machen das erstmal. Ach, das klappt doch eh wieder nicht. Ich sehe es doch schon. Wir machen das mal so. Jo, dann haben wir Julian auch gleich besiegt. Sehr schön. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. Außer Mäusen. Oh, was bist du denn? Eine selbstlose Mäuse. Die hat Angst vor Mäusen. Okay. Und tschüss. Oh, danke fürs Mitspielen, Julian. Der Start ist zu Ende. Freut euch auf zwei weitere. Na, super. Schwülstige Miene. Okay. Der Onyx-Läufer ruft einen befreundeten Diener herbei, der in diesem Spiel gestorben ist. Tja, finde ich aber... Ja, gut. Die Karte gibt's auch so. Insofern ist das mit Dina eigentlich ganz gute Kombi. Ah, der große böse Wolf. Diese großen Augen bergen ein grauenhaftes Geheimnis. Feindliche Diener haben die Werte 1-1 und kosten 1. Ja, machen wir mit dem Krieger weiter. Der arbeitet ja nicht so viel mit Dienern. Von daher ist das ganz gemütlich. Ist das ja eigentlich sogar optimal hier. Den großen bösen Wolf. Den großen bösen Wolf. Mädchen, lauf. Sieg oder Tod. Ah, siehst du mal hier. Gut. Ja, natürlich hier schon mal wahnsinnig geil. Verletzten Diener +3/+3 ist richtig episch in diesem Fall. Super. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Die Karte, die bringt es ja jetzt überhaupt nicht. Ich liebe es, das Publikum mit einzubeziehen. Lauft, kleiner Gast. Dieser Zuchtmeister ist auch sehr geil. Schau auf deine Diener. Sieh, wie sie vor mir zurückweichen. Hä? Achso, plötzlich war er 1-4. Danke, du kleiner Wicht. Ich will keinen Mastiff da stehen haben. Ja, komm. Ich warte mal, was er als nächstes rausspielt. Aha. Sowas, okay. Gut. Pass auf, Freundchen. Das gibt's auf den Kopf. Batsch. Ja. Erstmal schön auf den Beats. Oh, was kommt jetzt? Oh, das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nicht so geil. Oh, feurige Kriegsachse ist aber ganz schön. Und, es war eigentlich auch ein bisschen doof, ne? Look da, Ogre. War nicht ganz so pfiffig. Ich glaube, ich hätte noch eine Runde warten sollen. Weil die machen doch jetzt einfach meine Räuberin kaputt. Oh, noch besser. Danke. Noch besser. Okay, wir gehen jetzt hier radikal einfach drauf. Ist mir jetzt alles völlig Wurst. Ich gehe jetzt auf Konfrontationskurs. Was für ein Schauspiel. Sogar besser als der Oger, den wir letzte Woche auf der Bühne rumgescheucht haben. Ja, Freunde. Auf der Bühne noch ein Oger. Wie viele Spinnen haben die denn hier? Und so eine komische Kröte jetzt auch noch. Super. Das ist ja episch. So. Wir machen hier einfach so weiter. Maximal 12 Leben muss ich irgendwie hinkommen. Oh. Not so nice. Oh, not so nice. Hauptsache ich überlebe das Ganze. Ja, ich überlebe das Ganze. Das ist okay.
Ja, cool. Dann stirbst du nächste Runde, mein Freund, oder? Nein! Nein! Ah, ich muss ihm noch einen Schaden mehr irgendwie machen. Ich brauche eine dringende Karte. Ja, nee, die nicht. Ach, Kacke. Mir fehlt ein Leben, ist es denn zu fassen. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war's. Vielleicht hätte ich den lieber vernichten sollen. Okay. Ja, das können wir vergessen. Schade. Aber es ist zu schaffen damit. Das ist damit. Mit dem Krieger ist das definitiv zu schaffen. Ich glaube, das ist durchaus machbar hier. Müssen wir mal schauen, das war's noch. Den großen bösen Wolf. Nochmal probieren und dann mit größeren Erfolgen abschließen hier. Ja, guck mal hier. Das ist auch schon mal wieder ganz nett. Da können wir uns ein bisschen Rüstung. Ich brauche diese ganzen Waffen und dann am besten hier noch. Aufrüstung für die Waffen, das ist natürlich am geilsten. Ich liebe es, das Publikum mit einzubeziehen. Lauft, kleiner Gast, lauft! Ja. Schau auf deine Diener. Sieh, wie sie vor mir zurückweichen. Ach, meine Diener sind ja vollkommen Wurst. Also nicht vollkommen natürlich, aber vollkommen Wurst. Schade. Wenn er dann als verletzt gelten würde, wäre es ziemlich geil, aber tut er nicht. Aber sie lebt. Sie lebt. Sie hat einen Schaden gemacht. Bam. Voll geil. Oh. Sorry. Sowas wollte ich nicht. Ja, Scharmütze. Woo! Sehr geil. Ja, okay, dann müssen wir erstmal gucken. Na, jetzt kommt noch eine komische Hausspinne hier. Na klar. Das war sowieso logisch. Ich weiß nicht, was das soll immer, aber total unsinnig. Ne, das hebe ich mir nochmal auf. Machen wir erstmal den hier. Und dann machen wir das so. Es kann ja sein, dass hier jetzt noch irgendwelche heftigeren Kreaturen kommen. Au. Okay. Das ist jetzt dann auch nicht so geil. Ha. Soll ich den töten oder gehe ich? Nein, ich brauche meine kompletten Waffen natürlich auf hier. Notfalls habe ich ja noch mein Scharmützel. Aha, was für ein Schauspiel. Ja, halt dich zurück da. Den wir letzte Woche auf der Bühne Barnes. Ja. Ah, jetzt kommt der Schlingendorn-Tiger. Ja, super. Großmutter, was hast du für gewaltige Diener? Damit ich dich besser zermalmen kann. Der ist ja ganz entspannt heute. Ganz süß. Ganz süß, sehr süß. Ich glaube, es wird mal Zeit für mein Scharmützel. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Mit dem nicht so. Der ist nicht so toll. Arg. Arg. Okay. Moment. Erstmal so. Bing. Oh yeah. Dann. So. Natürlich. Bing. Dann. Swing. Und dann. Eine Waffe 1-3, das hilft mir nicht so viel. Ich muss warten, dass ich eine andere Waffe kriege. Das ist so
aber auch nicht so toll. Ja, auch noch. Alter, jetzt geht er aber richtig steil hier, ne? Jetzt will er es aber wissen. Ja, Arkanschilder ist natürlich schön. Ja, wir machen das so. Ich muss hoffen, dass da jetzt nicht so viele Leute noch mit Spott in seinem Deck sitzen. Auch noch. Nein, nicht so toll, nicht so toll. Gar nicht toll. 5 Leben noch. Jetzt brauche ich aber dringend irgendwas. Danke. Boah. Ja, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Das kriege ich nicht hin, ne? Scheiße. Ich muss es so probieren. Fügt einem Diener ein Schaden. Ja, geht ja nicht anders. Geht ja nicht anders. Nein, ich hätte es anders machen können, aber hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Mit Befehlsruf hätte ich es probieren können, aber schade, der große böse Wolf ist leider so nicht niederzuringen. Ärgerlich. Ich dachte, das würde gehen, aber haben wir heute nicht geschafft. Dann machen wir noch schnell die Packung auf und dann ist auch schon wieder Schluss für heute. Wir schauen mal rein. Druide in Klaue, wow, Auge um Auge, wow. Heldenopfer ist immer cool, aber habe ich glaube ich auch schon genug. Irreführung, oh. Ja, das ist cool. Irreführung ist geil. Die Karte habe ich auch noch gar nicht. Die muss ich dann mal bald in mein Jägerdeck einbauen. Tja, ansonsten wäre es das für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ich glaube, das. So ist es am vernünftigsten. So ist das vernünftig. Zack, der heilt jetzt die beiden. Der macht die jetzt tot. So, haben wir ein bisschen was weggehauen. Sehr gut, sehr schön. Und der schon wieder. Natürlich, natürlich. Mhm. Das ist ja logisch.